Herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Video ist während einem Livestream entstanden. Daher ist auch der Stream-Chat darin zu sehen. In diesem Stream habe ich gemeinsam mit Tammy, Slomo, Kali, Wobat, Schwalle, Mystic, Lil Bro und einigen Zuschauern Gartic Phone gespielt und Hardy hat fleißig im Chat kommentiert. Gartic Phone ist ein Browser-Game, bei dem man das zeichnen muss, was jemand anderes aufgeschrieben hat. Danach muss wieder ein anderer aus der Gruppe erraten, was die Zeichnung darstellen soll, und der nächste muss das zeichnen, was in der Zeichnung gesehen wurde. Also so ähnlich wie Stille Post. So, nun wünsche ich euch noch ganz viel Spaß mit dem Video. Mal gucken, was passiert. Kinder, oh Gott. Gebe ich mal ein Passwort ein. Oh Gott, das wird ja. Oh mein Gott. Ja, ja. Hä? Das Zeichen ist auch. Wir haben das schon mal gespielt. Och nein, nicht im Ernst. Das ist schon mal gespielt. Was ist denn mit wem? Hä? Du kannst dein eigenes Wort nicht lesen? Ich war da dabei. Ich weiß das jetzt wieder. Mhm. Also, wer Schreibfehler findet, darf sie behalten. Ja. Ja, es ist ein bisschen peinlich, dass man die Schreibfehler nicht rausmachen kann, bevor man abschickt. Alles gut. Das wird witzig. Oh, das hatten wir oft. No. Hatten wir früher. Och nee. Ja, du kannst auch nicht sehen, was du richtig malst. Oh Gott, das verschwindet ja wieder. Ach du Scheiße. Ja. Oh. Okay, keine Ahnung. Aber das sieht am Ende schon richtig lustige Maus. Ich weiß nicht, ich wechsle einmal die Dinge und ich weiß nicht mehr, wo das ist. Ach, wie kann das denn sein? Da frage ich mich aber. Keine Ahnung, ich bin einfach fertig mit der Welt. Er macht nur ein paar Details hin, Alter. Schau dich mal an. Wohin denn? Ich weiß nicht. Da sieht man nicht mal die Maus. Nee, gar nichts ist das. Slomo ist ein Stream abgestürzt? Nö. Bei mir ist es ein Fehler aus. Ja, lad neu, dann geht's wieder. Okay. Oh Gott, scheint an YouTube ist ja zu liegen. Noch schlimmer. Letztes Mal noch fertig. Ja. Du hast wieder deinen Platten. Aber schon die ganze Zeit. Hat er. Aber jetzt. Aber da wir Wova sowieso oft nicht verstehen, passt das schon. Genau. Ich ist wie sonst auch. Ja. Hat wieder was irgendwas mit mir zu tun. Ja, das hat doch was mit dir zu tun. Ich was? Okay. Geschichte raus. Denk dir was aus. Mein Gott. Ey. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur anhand der Wörter irgendwas erahnen. Und da unten ist noch ein Kopf und deswegen, ja, keine Ahnung. Oh Gott, was? What? Oh mein Gott, ihr spinnt doch alle. Hey, wieso? Okay, hey lol, einer ist schon fertig oder was? Ja, ich hatte nur ein Wort. Ich glaube, die Zeichnungen werden von Mal zu Mal minimalistisch, kann das sein? Ja. Oh, nö. Ey, wo soll ich... Kann sein, dass die Haare jetzt komplett woanders sind, aber... Ja, das ist das Schwierige hier. Deswegen wird das noch minimalistischer, als du das eh schon tust. Wow, das wird ja Katastrophe, Alter. Ich muss sagen, ich bin stolz auf mich. Das ist schön. Ich sehe doch noch nicht mal, was ich gezeichnet habe. Ich sehe es. Ja, ja. Ja. Gut. Da bin ich wieder stolz. Ja, ich kann es mir denken. Wow. Steht da. Ist jemand blond von euch? Nee, Sabi. Okay, nein, ich habe hellbraune Haare. Ja, aber das kann man schon. Okay. Na gut, dann werden meine Haare einfach umidentifiziert. Okay. Ja. Du deine Haare färben. Ich habe jetzt blonde Haare. Oh Gott, das war zu schnell. Perfekt. Ach, das macht doch gar keinen Sinn, Leute. Was soll das denn? Ist einfach nur Tamesis und Wolfschick dabei, ne? Können wir dafür, wenn wir für euch so interessant sind. Ich habe vergessen, wo das Gesicht jetzt war. Ich habe vergessen, wo der Schrank ist. Toll. Wo der Schrank ist? Warum seidest du Schrank? Ja, weil das da steht. Ich kann nichts dafür. Ja, ich fülle mal einfach aus. Vielleicht treffe ich ja. Keine Ahnung. In dem Modus müsste man mal Schiffe versenken spielen. Das ist bestimmt lustig. Ja, toll. Dann sind wir halt besoffen noch dazu. Ich weiß nicht, wie du Fische versenken, genau. Fische versenken. Wie willst du das? Sagen wir heute Fische. Nein, wir spielen heute Fische ertrinken. Boah. Wir holen sie in die Luft, oder? Ja. Die armen Fische.
Schon wieder der Letzte. Wer macht noch die Details? Keiner. Ja, welche Details? Keine Ahnung. Eine Person hat noch nicht ready. Ja, oder dann zeichne halt. Einer hat geraged. Ich hab schon vergessen, was ich gezeichnet habe. Einer hat geraged quittet schon. Oh Gott. Stell dir mal vor. Oh nice. Gali. Was ist hier? Gali? Gali? Einer hat geraged quittet. Gali? Boah, das ist schon fies. Keine Ahnung, wie das aussieht. Oh. Ihr könnt gucken, ich bin durch. Mann, oh mein Gott. Hi Miro, alles klar bei dir? Wenn du hier nichts siehst, macht nichts. Wir sehen auch nichts. Bitte, irgendwann mal doch mal sehr gut spielen. Was? Den Modus kann man spielen, wenn man leichte Sachen nimmt. Ja. Miro, wenn dieses Spiel vorbei ist, dann ist bei mir auch wieder alles klar. Gott. Okay. Oh Mann. Also ich kann schon nicht zeichnen, wenn ich was sehe, aber so. Ja. Oh, ich glaube, ich bin fertig. Miro, wie war dein Wochenende? Wahrscheinlich wie jedes Wochenende viel zu kurz. Auch wenn es verlängert war. Es ist immer zu kurz. Außer wenn es zu lang ist. Das gibt's nicht. Wie kann das denn zu lang sein? Ja, aber wirklich. Ich hatte 5 Tage Wochenende. Ob mal 2 Wochen zu Hause, dann weißt du es. 2 Wochen Wochenende? Ja. Nice. Ja, schon. Ich hock schon seit Anfang August zu Hause, seit ich mit der Schule fertig bin, weil die Uni nur online stattfindet. Ito. Ja. Okay. Fahren. Irgendeiner weiß nicht, dass man auf fertig drücken kann. Weil der könnte auf fertig drücken, wenn er fertig sei. Mein Wochenende war so kurz, weil Freitag, ich musste auch arbeiten. Das war nichts gut. Das ist traurig. Aber nächstes Wochenende ist schon wieder ein langes Wochenende. Yes. Nice. Echt? Ja. Nächste Woche. Das nächste Wochenende, der Montag danach, ist frei. Oh. Der Montag danach. Und saufen gehen. Yay, wo denn? Bütchen, wenn ich den trinken will. Am Bütchen. Bütchen. Büdele. Okay. Wenn ich Zähne schreibe, egal. Servus, Kartoffel. Kartoffel. Alles gut bei dir? Ach, ich bin eine Kartoffel. Ja. Kartoffel, bin cool. Kartoffel. What the fuck? Wie soll ich das denn? Ey, wie hat das einer erkannt, ist die Frage. Oh Mann. Welche Farbe habe ich denn jetzt? Ach, shit. Ich finde, wenn man so den Dreh raus hat, geht's eigentlich. Naja. Bilder werden halt richtig hässlich, aber naja, kann man halt nichts machen. Ja, das ist... Ausrede. Da. Wollen die das, Kartoffel? Ist mir jetzt wurscht. Ich schreibe das da einfach rein. Deutsche möchten dich essen. Als Kartoffelchip, ja. Oder als Pommes. Mhm. Aber wer ist das eigentlich, wer da immer nichts gibt? Keine Ahnung. Kann ja keiner vom Discord sein, ne? Aber jetzt nur, es gibt. Oha. Okay, fertig. Gott sei Dank ist das das Letzte. Oh, okay, shit. Dann wollen wir mal. What the fuck? Tami zwingt Wova zu Minecraft. Wieso? Dabei habe ich ihn noch nicht mal gefragt. Tami sagt, dass Wova Minecraft spielen soll. Wir hatten doch mal drüber gesprochen. Du hast gesagt, ich soll ihn dazu. Du sonst spielst einfach Wova, hast du gesagt. Und ich habe gesagt, zwei spielen das Minecraft werde ich niemals schaffen. Dann habe ich gesagt, ja, du hast Lomo schon geschafft. Lena, schaffst du es bei ihm bestimmt auch. Schüler lernen mit Laptop in der Schule. Was? Glaubst du da nicht dran? Genau. Das ist eine Schande. Mensch ohne Beine grün im Schrank. Ach, das hast du nicht. Wow. Wow. Mann ohne Beine vor einer Wiese. Boah, wo ist das? Eine Wiese. Die Beine sind weitergetragen worden. Oh Gott. Es ist so wahnsinnig werden. Ja. Ah, dann haben wir mit dem Bild so viel Mühe gegeben auch noch. Wova wird gekrault wie eine Katze. Oh yeah. Eine Bowlingkugel kraulen. Ich hab wieder! Ich hab wieder! Bowlingkugel. Jochen, der greift nach einer Bowlingkugel. Einfach die Bowlingkugel. Lomo, möchtest du gerne irgendwie bowlen gehen oder so? Ja! Dann sag doch was! Das gäbe es doch nicht! Bowling Strike. Für mich wäre das jetzt ein Vulkan gewesen. Nicht Bowling. Ach so, das obere. Ja, das sieht echt aus wie ein Ding. Vulkan. Oh, dachte ich auch, da steht Strike dabei. Wow. Und deswegen dachte ich, okay, Strike ist ein Begriff aus dem Bowling. Ja. Oh, unglaublich. Die Sonne, der Planet. Ich weiß, wo das angekommen ist. Klar.
Leider nicht. Ja, ist doof. Ah, okay. Aber das ist dann straight durchgegangen. Sonnenschein. Na? Einer auf die Idee kommen. Da war sogar kurz Strahlung. Sonne. Ja, Boba. Nicht jeder hält mich so viel zu dämlich. Die Sonne scheint. Wenn du das jetzt geschrieben hättest, der Zug gefeiert. Niemals. Sonne. Nicht schon wieder. Hallo, Pam. Also, das ging sogar gut durch. Pam. Hello. Guter Planet. Gibt's nicht. Der Planet ist verbrannt. Der Planet ist verbrannt. Aber laut Mäßes ist es ja so. Ja, Klappe. Ich hab ja einmal Sonne verriegelt. Sonne ist ein Planet. Jesus fährt Mofa. Ah. Oh Gott. Von dir kam das. Ach, Jesus. Mit seinem Heiligen Stift. Thomas ist Jesus. Der Fahrer. Oh, Thomas ist so. Immer Thomas. Ja. Es hat auch Thomas geschrieben. Das ist gut. Ich überall. Jemand fährt ein Motorrad. Ich hab jetzt mal rote Haare. Blaue Person fährt Tretauto. Tretauto. Ah, okay. Blauer Typ mit dickem Mass auf dem Roller. Mit dickem Mass. Ein blaues Alien fährt Roller. Bei schmales Bild kannst du auch so eine Sprechblase reinmalen. Bitte töte mich. Oh, voll traurig. Finde ich den nicht gerade einen dicken Arsch da hinten? Also ich dachte, der guckt extra so ein bisschen rauszuheben. Bei Mystik. Du hast doch nichts sehen, wo du da zeichnest. Und? Guten Appetit, Hadi. Sabrina ist ein Burger. Boah, jetzt wie kann ist ich das hören, denn eskaliert? Ja, das ist wirklich eskaliert. JMD mit Pommes auf dem Kopf trägt einen Burger. Okay. Nice. Okay. Mensch mit Burger auf dem Kopf. Ja. Ah, verstehe. Hamburger auf dem Kopf. Oh mein Gott, nein. Dein Ernst? Okay. Hamburger wenden. Oh mein Gott. Sorge, der hingefallen ist. Ah, boah, das ist das Beste von allen jetzt. Oh. Angefangen mit Sabrina ist ein Burger, aufgehört, der Burger ist hingefallen. Ja. Ja, Wahnsinn. Sabi, du bist gemutet, ne? Ich wollte einmal was Neues machen und dann, ja. Okay. Oh, nee. Unbelievable. Unbelievable. Sabi? Max? Sabi, was los? Sabi ist gone. Sabi ist weg. Gone. She's gone. Wohin? Into outer space. Ach, gleich hat sie geschrieben. Ah, okay. Sie hat so gerade Hintergrundgeräusch. Entschuldigung, der Anruf, also jemand hat bei uns auf dem Anrufbeantworter geschaut und es hat gefühlt 1000 Jahre gedauert, bis der entleert war. Alles gut. Sachen gibt's. Ja, wer hat denn noch Anrufbeantworter heute? Ja, am Festnetztelefon und das steht hier im Büro. Da hat jemand draufgesprochen. Ja, wir haben auch noch einen Anrufbeantworter. Oh mein Gott. Beim Telefon Telefon. Es war einmal ein Wolf. Genau, Lotti, wir wollen wissen, was mit deinem Schwein los ist. Oh mein Gott. Nicht ich, wenn man schon weiß, was da rauskommt, ne? Oh ja. Ich weiß was. Oh, genau, und ich dachte mir, was soll das? Burgwirt. Ja, ich habe zu lange überlegt. Burg. Toll, es war einmal ein Wolf. Was wird daraus, Burg? What? Ja, guck's dir an, wer es verzappert, ne? Das ging überhaupt irgendwie gar nicht gut, oder? Schwarz ist etwas mit weißem Dach auf schwarzem Hintergrund. Das Bild von Mystik, das ist, ey, wir haben das früher im Kindergarten oder in der Grundschule gemacht, kennt ihr das? Man hat so ein Bild ganz rot angemalt, dann schwarz drüber gefahren und dann mit so Stiften das abgekratzt. Ja, kennt ihr das noch? Ja, das kennt ihr. Ja, so Stiften. It's great. Oh Gott. Ich wollte die Tür braun werden. Ging irgendwie gar nicht. Wurstsalat. Wurstsalat. Oh mein Gott. Der Wurstsalat. Lange nicht gehört. Schade, dass Hadi gerade nicht da ist. Das wird ihm gefallen. Ja. Er hat Essen. Lecker Salat. Lecker Wurstsalat. Also die Würste da noch. Aha, ich hätte die Farbe vergessen. Popcorn-Tüte. Oh mein Gott. Na, das war ja. Nein. Du mit Strauß. Pflanze verliert Samen. Slow-Mo. Natürlich. Was auch sonst. Hey, das ist doch die Pflanze von Super Mario. Das mit Blüte rot. Das ist nicht die Super Mario-Pflanze. Wurzelhartkaktus, okay. Kaktus mit Blüte. Aber Kalli, ich habe diesmal nichts mit Bowlingkugel geschrieben. Ja, stimmt. Was, Kaktus mit Bowlingkugel oder was? So,
So, Kronenkugel verbinden wir jetzt mit Slow-Mo. Ja. Thanos ist nötigt, wo war sich ohne Maske zu zeigen. Hä? Warum? Was? Die Packung war reitet auf Damen. Okay, das ist bei mir angekommen, ja. Was? Wo sind die Haare denn hin? Wo war reitet Tami? Auf dem Rücken, ne? Ach, Stefan. Ja, hey, also jemand reitet auf Dami. Tami. Ich wollte jetzt extra nicht Tami schreiben. Jemand reitet auf rothaarige Mädchen. Jemand reitet auf Slow. Was? Du hast dich auf weg machen müssen. Aber wir wollen den Google nehmen mal. Also. Tami, komm doch später mal ins Büro, bitte. Natürlich. Aber blau. Das ist Tami deine Farbe. Fliegt auf. Oh, fliegt auf. Ach, ach. Oh. Ja. Tami wie? Ich wollte watschen. Wie? Ja. Also wie ihr Tami forst, blond Tami zu werden. Tami ist mit blonden Haaren. Ja. Hey, der ist doch gerade auch noch. Kartoffelkopf mit bunten Haaren weint. Tamesis färbt sich die Haare und weint deswegen. Tami färbt sich die Haare blau. Hey, das Wichtige ist weitergekommen, Tami. Ja. Ja. Oh. Ach, Kartoffel, ich glaube, Phasmo steht noch auf dem Plan. Oh. Ja. Ja. Oh, ich kann nicht mehr. Shlomo und Tami, die pazieren gehen. Pazieren. Spazieren wahrscheinlich. Ja. Tamesis streitet sich auf Bayerisch. Ja, natürlich. Was denn sonst? Natürlich. Ey, Mr. Wolf, Tami sieht aus wie diese Hand von Cartman aus South Park. Tami flucht. Immer. Tami schreit wütend Schimpfwörter. Ach komm, keiner kommt auf dieses Ding bayerisch. Nee. Tami ist böse. Aber Tami, da siehst du mal, was dabei rauskommen würde, wenn wir spazieren gehen. Ja. Oh Gott. Oh. Schwein fliegt zum Mond. Schweine im Weltall. Yeah. Oh, yeah. Das soll ein Schwein sein. Sorry. Katze springt ins Licht. Natürlich eine rosa Katze. Eine Nacktkatze? Genau. Ja. Katze läuft auf Schrank zu einer Lampe. Oh mein Gott. Das sieht gut so aus. Ja, mein Gott. Ja, auf Schrank. Katze fährt Schlomo, mit das sieht aus wie ein Fahrstuhl und das da oben ist die Anzeige. Das ist ein Fahrstuhl. Ja, klar. Gefangen ist. Was? Wow. Das sollte ein Aufzug sein. Ich habe Maus, die gefangen ist. Oh. So ein Komma gemacht. Tja, Lotti, das wurde aus deinem Schwein. Mhm. Schwein im Wald. Ich hab's rosa gezeichnet. Kali, rosa. Ja. Aber wo sind denn die Attribute von einem Schwein? Da ist keine Rüsselnase, da sind keine Schweineohren, es ist kein Kringelschwänzchen. Mach das mal auf. Das ist ein Kringelschwänzchen. Also das ist kein Kringelschwänzchen, das ist der Schama von vorhin. Wow. Ich schaue mal von vor 2 Stunden. Ja, Lotti, dein armes Schwein. Ja. Mann. Aber wirklich. Davor noch eine Katze. Also zum Schwein, zum Katze und dann zum Haus. Das ist halt cool. Die arme Sau. Ich glaube, das war es heute mit Gartic von, oder? So, das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut gern auch bei meinem fleißigen Chat-Kommentator Hadi vorbei, sowie bei meinen Mitspielern Tami, Slomo, Kali, Wova und Schwalle. Und wenn ihr den gesamten Stream auch mal aus einer anderen Perspektive sehen wollt, könnt ihr auch gern bei Slomo den Stream nachschauen. Wie immer ist alles in der Videobeschreibung verlinkt, sowohl der Stream von Slomo als auch meine Mitspieler. Und ja, damit tschüss, bis zum nächsten Mal.